Ich habe mir mal Gedanken gemacht, was denn in den Pornos eigentlich Realität ist und was nicht. Es ist nämlich leider so, dass in Pornos Zärtlichkeit und vor allem Verhütung oftmals überhaupt gar keinen Platz haben, was bitte, bitte bei euch nicht der Fall ist. Also erstens, ganz wichtig, zärtlich zueinander sein und ganz, ganz wichtig natürlich immer mit Verhütung, Kondom etc. Ne? Aber lasst uns wirklich mal diese ganze Liste aufblättern und mal nachgucken, was denn da alles so drin steht. Pornodarsteller zum Beispiel werden wirklich nach ihrem Körper ausgesucht, um diesen Job auch tatsächlich machen zu können. Was ja bedeutet, die Männer sollen große Penisse haben und die Frauen natürlich am besten riesen Brüste und ganz schöne, kleine, zierliche Schamlippen. Ja, das ist nicht immer so und das ist auch gar nicht schlimm, weil nämlich ganz oft die Jungs da draußen der Meinung sind, sie müssen riesen Penisse haben und die Mädels sind der Meinung, sie müssen perfekt stöhnen und sie müssen toll aussehen und schlank sein und das ist Quatsch. Also wirklich, man sollte mit sich selbst einfach Spaß haben und im Reinen sein und genauso Sachen wie, ja, dass Frauen immer so laut, eben, so laut stöhnen, ja, oder Orgasmus, dass die Frau immer einen Orgasmus bekommt. Das sind Sachen, nicht jede Frau bekommt einen Orgasmus beim Sex. Das ist auch nicht wild. Also man kann wirklich daran arbeiten und sich selbst Spaß bereiten. Nicht der Orgasmus steht im Vordergrund vom sexuellen Miteinander Spaß haben. Das sind alles Dinge, die bei Pornos leider wirklich in den Vordergrund gerückt werden. Tatsachen, die nicht gegeben sind auch, dass Frauen immer das Lustobjekt des Mannes sind, so wie im Porno, dass sie immer dafür da sind, dem Mann seine Bedürfnisse zu befriedigen. Es geht beim Sex um euch beide und darum, dass ihr beide was davon habt. Also schlichtweg ist es wirklich so, dass Pornos zwar ein ganz netter Anreiz sind, zum Beispiel auch was Stellungen angeht. Man kann natürlich bei einem Porno die eine oder andere Stellung sich mal abgucken. Man muss aber nicht 25 Stellungen durchprobieren, sondern es reicht auch ein oder zwei, die euch beiden gut gefällt. Also nehmt es gerne als Anreiz, aber bitte nicht als Lehrbuch. Pornos sind extra dafür gemacht, dass es um die Nahaufnahme geht, um das, was faktisch in dem Porno zu sehen ist, um die Genitalien und nicht um das Ganze drumherum, was bei euch zu Hause wirklich stattfinden sollte, mit Spaß und Zärtlichkeit und Leidenschaft. Also nimmt es als Anreiz, aber nicht als Lehrbuch, okay?